Touren prüfen. Alles in Ordnung? Ich denke schon. Was ist denn bloß passiert? Das war dieser schreckliche Sturm auf See. Unser Schiff kenterte und offensichtlich sind wir hier in den Strand gespült worden. Wir können froh sein, dass wir noch leben. Die armen Schweine dort drüben haben nicht so viel Glück gehabt. Wo sind wir hier? Hab ich mich auch schon gefragt. Wir sind hier bestimmt nicht sicher. Aber du hast dich ja schon bewaffnet. Gut. Wenn du bereit bist, sollten wir direkt aufbrechen. Je eher wir Wasser und Nahrung finden, umso besser. So, ich mache hier kurz nochmal Ende, weil ich möchte gerne jetzt oft nochmal, bevor wir loslatschen, den Ton ein bisschen höher nehmen. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu leise, wie die sprechen. Ups. Na gut, nehmen wir mal die Gesamtlautstärke ein bisschen höher. 25, dann sagen wir 30%. 5 habe ich nicht so. So, mal gucken. Und hier stellt denn der dann immer eins zurück, wenn ich nochmal unten drauf gehe? Will ich veräppeln oder was? Ne, jetzt macht das nicht. Aber wenn mich veräppeln, lässt mich nicht auf 30% einstellen. Das ist was Bescheuertes. Okay, dann ist 29%. So, ich sag mal fortsetzen. Und dann sagen wir, da können wir uns gehen. Lass uns losgehen. Gut, ich folge dir. Hier müsste es doch irgendwo einen Weg geben, der ins Landesinnere führt. Am besten siehst du dich mal nach einem solchen Weg um und folgst ihm. Aber sei vorsichtig. Ich glaube, da hinten im Wald hat sich was bewegt. Zieh besser deine Waffe. Sag mal, Mädel, da hinten in dem Wald bewegt sich nichts mehr. Das haben wir alles ausgerottet. So, die batschen uns jetzt hier hinterher und labern uns ein bisschen mal zu. Automatisches Speichern, na, da leckt es natürlich. Sagst du was? Ne? Na komm, sag was, Mädel. Hast du doch die Fackeln gesehen? Oder fallen die erst nach der dritten auf? Oh, die Rohr noch immer. Guck an. Pass auf! So, was haben wir hier? Wir haben hier eine junge Stachelratte. Auch wieder was wir hier zu Nahrung machen können. Momentan ist das Zeug noch roh, deswegen können wir es noch nicht essen. Das Fleisch roh zu essen bringt uns nicht viel. Wir brauchen eine Feuerstelle oder einen Herd. Wenn wir dann noch eine Pfanne finden, können wir es braten. Gebratenes Fleisch gibt eine Menge verlorener Energie wieder. Es gibt auch einige Pflanzen mit heilender Wirkung. Nimm am besten alles mit, was du an seltenen Pflanzen findest. Ja. Sie hat selbst jetzt gerade die Erklärung gegeben. Die nächste seltene Pflanze steht hier. Die ist auch ganz wichtig. Die nehmen wir mit. Und zwar werden wir die auch gleich benutzen. Und wenn wir... Wo ist sie hin? Hier. So, der Druidenschierling. Bringt maximale Lebensenergie plus 1. Also momentan haben wir links oben Lebensenergie 92. Und jetzt haben wir 93. So, die kann man auch ganz beruhigt essen. Die wird jetzt nicht für irgendwelche großen lebenserhöhenden Tränke gebraucht. Okay, also die kann man auch ruhig wegputzen. So, was für ein Getier kommt als nächstes? Müssen wir mal auf. So, das hat man ja vorhin alles schon mal abgegrast hier. Siehst du die Fackeln? Hier müssen irgendwo Menschen sein. Wenn wir den Fackeln folgen, werden wir bestimmt jemanden finden. Also das war definitiv irgendwie ein Bug jetzt. Weil, ich meine, die muss schon total blöd sein oder total überblind, wenn sie die anderen Fackeln nicht gesehen hat. Jetzt bemerkt sie die. Dieser Satz hätte garantiert am Anfang beim Loslaufen hingehört. Haben sie irgendwas gemurkst. Ja, nichts ist halt perfekt. Ach nee, waren wir ja vorhin schon. Wie haben wir vorhin die Stachelratte übersehen? Das sagen wir mal. So, da war jetzt erstmal nichts. Könnte auch sein, dass hier oben... Ah, hier ist was. Das ist wieder eine Heilwurzel. Ja. Hier noch irgendwas? Nee. Hier hinten noch irgendwas? Nee. Stachelratte? Na gut, Stachelratte. Komm her, du Mist. Hier. Pass auf! Ja. Also durch das ganze Spiel durch sind
die Viecher nicht unbedingt zu unterschätzen. Okay? Also jetzt waren das ja so junge Stachelratte und so. Okay? Später steht noch ein Unterstachelratte da. Die sind dann schon ein bisschen nerviger. Dann sind sie auch nicht mehr im Einzelverband, oder besser gesagt einzeln, da sind sie noch im Verband, nämlich zu drei Stück meistens. Und ja, das kann dann schon ganz schön heftig werden. So, wir führen das Mädel jetzt erstmal zu dem Haus, bevor wir uns hier weiter umgucken, damit das Gelaber hier dann aufhört. Sieh mal, ein verlassenes Haus. Was ist hier passiert? Wo sind die Bewohner? Hier ist keine Menschenseele. Irgendetwas Seltsames geht vor auf dieser Insel. Wir sollten der Sache auf den Grund gehen. Vielleicht solltest du erst mal im Haus nach dem Rechten sehen. So, Mädels, setz dich jetzt hier hin. Und da können wir in Ruhe hier uns umgucken. Hier riecht rohes Fleisch. Das muss ja schon stinken. Ach, heute setz dich im Fußboden. Dann setz dich auf die Bank. Na, guck an. Geht ja schon wieder gut bei los bei dem Let's Play hier. So, wir brennen eine gute Stube. Was finden wir da? Eine Truhe, in die wir eh nicht reinkommen. Ein bisschen Grog. Jetzt kommen wir auch in die Truhe. Ein Besen kann man mitnehmen. Brauchen wir irgendwann in dem Spiel vielleicht. Muss ich mir noch überlegen, ob wir den brauchen müssen. So, natürlich einiges zu mitnehmen. Und was finden wir hier? Eine Bratpfanne. Das heißt, wir können uns jetzt unser rohes Fleisch hier, beziehungsweise unsere rohen Bollen hier, können wir jetzt braten. Wir haben hier Milch, Mana plus 5, kann über das ganze Spiel hinweg geputzt, verputzt werden, brauchen wir nicht für irgendwelche als Zutat oder so. Wasser, naja, steht ja schon da, Zutat für viele Tränke. Okay. Wir haben einen kleinen Heiltrank, wieder plus 75 und ein bisschen Kohle finden wir auch noch. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Okay. So. Wir erkunden jetzt hier noch ein bisschen die Gegend, bevor wir die wieder ansprechen. So, gucken wir hier unten nochmal. Wie gesagt, ich habe das Spiel ja auch eine Weile jetzt nicht gespielt. Ich finde es ja fantastisch. Also ich finde, das ist das schönste Spiel der letzten Jahre hier. Also in der Richtung hier, in diesem Genre. So. Ach ja, genau, was wir die Minzen noch mitnehmen. Hier noch irgendwas? Nee, das ist blöd. Ach ja, genau, was ganz wichtig ist in der ersten Zeit. Super wichtig. Unser heißgeliebtes Wasserfass, welches natürlich unsere Lebensenergie wieder auffüllt. Die Animation dazu ist ziemlich langwierig. Also jetzt geht das noch, gell? Also wenn man sich da vielleicht 4-5 Mal gucken muss. Aber wenn man nachher irgendwo bei der Lebensenergie 400 ist oder so, dann ist das irgendwo nicht mehr lustig. Gell? Da sollte man dann schon genügend Heiltränke sich hinstellen bzw. bereitlegen. So, gesättigt Zimmer oder die Fackel hier zu nehmen? Nee. Nee, hier war ja nicht mehr. So, wo jetzt noch was war, ist erst mal hier hinten. Ich weiß aber jetzt nicht, wo genau hier irgendwo ein Vieh war. Vielleicht, das war noch eine Pflanze, die nehmen wir noch mit. Hier auf irgendeiner Seite war noch ein Vieh. Nee, war das hier? Nee. Oder? Oder war das doch raus? Nee, das war auf der anderen Seite. So, hier haben wir jetzt wieder was zum Plündern noch. Pflanzen. War ja noch eine Kiste. Ach genau, so liegt nicht auf, oder? Oh doch. Ja, wie gesagt, okay, lange nicht gespielt. So. Oh, wieder ein paar wichtige Sachen hier drinnen. Und zwar die Säge, die kann man verkaufen, die brauchen wir überhaupt nicht. Eine Wichtelkappe. Eine Wichtelkappe erhöht unsere Geschicklichkeit. So, gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man hebt sie auf, weil man ja damit auch Tränke brauen kann, die dann weitaus wirksamer sind. Oder man braucht sie nicht, weil man halt nicht unbedingt die Geschicklichkeit braucht. Das geht dann um, das ist eine Frage der Waffen. Okay. Manche brauchst du hohe Geschicklichkeit, manche nicht. Okay. Bei mir wird es definitiv so sein, dass ich sie gleich wegnasche, die Dinger, aus dem einfachen Grund, weil ich die Geschicklichkeitspunkte nicht brauche. Wir haben einen großen Mana-Trank, plus 100, das ist schon was richtig Wertvolles. Und natürlich wieder mal ein bisschen Kohle, 16 Münzen.
Der Geldbeutel freut sich. So, was haben wir hier Schönes? Wie gesagt, da drüben muss irgendwo ein Wolf hocken. Ach, stehen ja schon. Leider haben wir nichts zum Schmeißen, zum Schießen oder was auch immer. So, Pflanzen sehe ich jetzt hier irgendwie auch nicht mehr. Also wollen wir hier zum fröhlichen Dackel schlachten gehen. Ausgesetzt, der schlachtet uns nicht. Ich habe ja schon eine Karte kurz gesehen. Ach, hier war noch ein Ding, stimmt. Hier war noch ein Pilz. Sehe ich gerade hier von Weiden. Ja, man muss hier wirklich bei dem Spiel immer die Augen offen haben, weil da kommen nämlich auch noch ganz andere, wirklich super wertvolle Pflanzen, von denen man im ganzen Spiel, wo es nur so um die 20 oder 30 findet, irgendwer hat es mal genau ausprobiert, aber ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf. So, abspeichern. Und weiter geht's mit Gebrüll. Wo ist unser Dackel? DWB, Dackel, wo bist du? Ach, Motz, wenn du Sponsor, es gibt. Gut. Hey, bleib. Nee, du sollst Sonne bleiben, die Trottel. Och, na. Dass wir die Waffen rein rausziehen, das ist manchmal ein bisschen Vorspar. Wenn man es nicht rauszieht, sollte man eigentlich denken, so macht das genau das Gegenteil. Aber im Allgemeinen liegt sowas nicht am Spiel, sondern an dem Idioten, der davor sitzt und es den Tastenbahn bricht. Ja, ja, so ist das halt. Die Sache ist immer, der Fehler sitzt meistens 50 cm vor dem Computer, gell? Oder vor dem Monitor. So, wir müssen ein bisschen auffrischen. So, und jetzt reden wir mit der Kleinen hier wieder. So. Hallo Sarah. Im Haus ist auch niemand. Ich habe nur eine verschlossene Tür gefunden. So, wie ihr das alle gehört habt, hat gerade mein Telefon geklingelt. Ich mache trotzdem hier noch ein bisschen weiter. Ich konnte die Truhe im Haus öffnen. Sehr gut. Und? Was hast du gefunden? Ein bisschen Kram. Jetzt habe ich noch eine Schnauze voll. Jetzt klingelt doch unser Wecker. Damit kannst du dir jetzt am Lagerfeuer Fleisch braten. Ach, so ein gebratenes Stück Fleisch wäre jetzt genau das Richtige. Ich sterbe vor Hunger. So, damit gehe ich jetzt erstmal auf Pause. Ach, nee. Ich mache jetzt erstmal hier den Speichern. Und... So, ich muss an der Stelle ja... Mal kurz zwischenspeichern, muss erstmal aus dem Haus. So, wie weit war ich jetzt? Dackel habe ich gekillt. Hatte ich vorhin das Gefühl, dass ich hier irgendeinen Wurzel übersehen habe. Ich muss nochmal in den Mund. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwas übersehen habe. Aber ich kann mich auch täuschen. Ich werde mich ziemlich vor Sicherheit getäuscht haben. Aber... Ja, hier wollen wir doch nicht. Aber ich wurde doch aufgenommen. Irgendeine Pflanze stand hier noch, kann ich mich erinnern. Und da kam gerade dieser blöde Igel da rausgerammelt. Stachelratte. Und hat mich da irgendwie abgelenkt. So, mit ihr gesprochen hatten wir ja... Ach genau, die wollte jetzt was zu essen haben, also gehen wir zum Feuer. So, jetzt kann man das, was wir aufgenommen haben, zum Beispiel den Brathering, den Hering hier, zu Brathering machen. Wir können jetzt hier den, sieht ja hier den Lebensenergie 5, Mana 5. Hier haben wir Lebensenergie plus 10 und hier haben wir Lebensenergie plus 15. Wir werden erst einmal die hier den braten. Geht schön schnell. Sieht richtig lecker aus. So, ich könnte den 5 gebraten. So, und wir waren den Bräuler-Hirten uns holen. So. Riecht schon mal nicht schlecht. Jetzt gehen wir zu klären. Hier, hast du dein gebratenes Fleisch. Ich danke dir. Ohne dich wäre ich...